Die Ortschaft Felschö-Söllnöck befindet sich etwa 10 Kilometer südwestlich von der Stadt St. Gotthard entfernt und ist etwa jeweils 2 Kilometer von der österreichischen bzw. slowenischen Staatsgrenze entfernt. Felschö-Söllnöck hat 550 Einwohner und liegt im Dreiländereck Slowenien, Österreich, Ungarn. Von dort aus startete ich meine Fahrradfahrt nach Deutschland zurück. Der erste Hinweis, dass ich wieder in Österreich bin. Von Güssing sollte mich mein Weg Richtung Oberwart und von dort nach Wiener Neustadt und später nach Wien führen, an die Donau. Ich wünsche euch nun viel Vergnügen mit dem Film. Pause ist angesagt. Es gibt Brot, Tahin, Tomaten, gesammelte Walnüsse und etwas Ziegenkäse. Ich befinde mich hier etwas nördlich von Hochneukirchen auf etwa 850 Meter Höhe. Hier oben weht ein eisig kalter Wind, aber ich fahre jetzt runter ins Tal, da dürfte es etwas wärmer sein. Der nächste Ort, durch den ich komme, heißt Krumbach. Durch die Türkenbelagerung im 15. und 16. Jahrhundert sollten hier einmal Türken da gewesen sein, ja. Und hatten sie hier eine Bauernfamilie verfolgt und sind dann hier heruntergestürzt, über die Wand. Das ist eine Sage. Eine zweite Sage, auch sowas Ähnliches, auch mit den Türken. Da sind sie einem jungen Mädchen nach, dann ist Maria erschienen.
auf dieser Wand und die sind der Marienachen sind auch hinuntergestürzt. Oh, ja. Ja, also das sind die großen Sagen vom Türkensturz, das sind alles nur Sagen und. Ja. Irgendwo hat man schon. Ja. Warum die Ruine drauf ist. Die Ruine hat damals Fürst Liechtenstein aufbauen lassen. Aber nur die Ruine. Da ist niemals ein Schloss drauf gewesen. Da war nie was drauf. Das ist nur so gebaut worden. Fürst Liechtenstein, das hat einmal Fürst Liechtenstein gehört. Und der hat diese Ruine. Nur die Ruine gebaut. Das, was jetzt steht, wurde nur hingebaut. Und stand da nicht. Hier beginnt für mich der Donauradweg. Der Spätsommer in diesem Jahr, er erfreute uns wirklich bis tief in den Oktober hinein mit sagenhaften warmen Temperaturen von über 25 Grad. Es war immer sonnig und warm und deswegen konnte ich überall am Donauufer die verschiedensten Wildblumen erblicken. Ich fahre gerade durch Rührsdorf in der Wachau. Wunderschön hier. Die Wachau, überrascht durch angenehmes Hügelland, Streuobstwiesen und Weinbau. Die würde dann schon verdoppelt. Die Gemeinde, also die Stadt Ips. Da, also ist ja ein Gebäude, ist ja der Stadt. So, sind Blei, wunderschönes Nordufer. Das ist das erste Mal jetzt, seitdem ich an der Donau bin, dass ich am Nordufer bin. Und ich habe Rückenwind.
Das ist Mauthaus. Pause in Linz, kleines vegetarisches Restaurant. Also eine Stunde Linz haben ausgereicht, um mich davon zu überzeugen, dass es wieder gut ist, auf dem Fahrrad zu sitzen und weiterzufahren. Linz ist zwar schön, ich finde es sogar schöner als Wien. Ich habe auch sehr gut dort gegessen und ein bisschen eingekauft. Aber jetzt bin ich richtig froh, wieder im Sattel zu sitzen. Diesem dreibeinigen kleinen Igel konnte ich noch helfen. An einer geeigneten Stelle ließ ich ihn wieder raus. Die Ringelnatter hingegen hatte nicht so viel Glück. Gemeinde Kobling. Ich bin jetzt in Wilshofen. Dort habe ich eine Unterkunft bekommen, die zwar ziemlich teuer ist, aber dafür ist das Städtchen sehr schön und das werde ich mir heute Abend angucken.
wirklich gut gefallen hat mir die Deggendorfer Altstadt, vor allen Dingen das Rathaus. Vor einem kleinen Geschäft erblickte ich dann die Dauphine, ein alter Renault mit dem Spitznamen das Cremeschnittchen. Tja, leider ist dieser Pilz nicht essbar, aber dafür ist er wunderschön. Das Wahrzeichen von Regensburg. Eine Kirche in Pappenheim, bestehend nur aus Weiden. In dieser Mühle übernachte ich heute.